Upcycling ist, muss man sich quasi so vorstellen, überall auf dem Planeten wird ganz viel Müll angesammelt und landet in den Meeren, Verschmutzung und so weiter. Wir gehen dann an Schulen und sprechen mit denen erst darüber und dann kommen wir zum nächsten Schritt, dass wir nämlich aus alten Sachen, dass das nicht nur recycelt wird, sondern dass daraus neue Sachen gemacht werden. Und das sind mega coole Projekte, kann ich nur sagen. Wir sind da dabei und merken, wie die Kids da dabei sind. Wir waren jetzt auch an der Schule gewesen, da haben die dann gleich eine Liste für Mülltrennung rumgegeben. Also man merkt richtig, wie die Kinder und die Jugendlichen von heute sich eigentlich dafür einsetzen und eben etwas machen wollen, was wirklich auch für ihre Welt von morgen irgendwie auch von Bedeutung ist. Dann gibt es echt neue Sachen, die selbst gebaut haben. Dann machen wir meistens eine Ausstellung, wo alle anderen Schüler kommen können, wo die Lehrer kommen können. Und die sind dann eigentlich total begeistert und sagen sich, krass, aus Müll kann man was machen. Und das Bewusstsein ist eigentlich geschaffen, wir müssen viel mehr achten eben auf die Zukunft und wie wir mit unserem Müll und Nachhaltigkeit generell umgehen.